Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 10, Antrag der Piratenfraktion, Drucksache 19-004. Zum Thema anlasslose Vorratsdatenspeicherung verstößt gegen Charta der Grundrechte der Europäischen Union. Jetzt Moratorium für Umsetzung in Deutschland einrichten. Ich öffne die Aussprache und erteile als erstem Redner für die antragstellende Piratenfraktion Herrn Kollegen Herrmann das Wort. Bitte. Vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer zu Hause. Muss ich hier wirklich erklären, was Vorratsdatenspeicherung ist? Ich denke nicht. Für alle, die es noch nicht wissen, mache ich eine Kurzfassung. Die Aufzeichnung und Speicherung, wer wann wo, von wo, mit wie lange, mit wem spricht, und zwar von allen, nicht nur von Gefährdern und Terroristen, sondern tatsächlich von allen. Dass wir Piraten das nicht wollen, das wissen Sie. Jetzt hatte ich heute Morgen ein Déjà-vu. Nämlich als ich hörte, dass in Berlin gerade das Kabinett umgebaut wird und plötzlich wieder der Name Brigitte Tsipras auf der Seite der Ministerinnen und Minister steht. Eben jene Brigitte Tsipras, die als Justizministerin im Herbst 2005 nach Brüssel gefahren ist und dort im Europarat die Zustimmung der Bundesregierung zur europäischen Richtlinie zur anlasslosen Vorratsdatenspeicherung überbracht hat. Und das entgegen einem Beschluss des 15. Deutschen Bundestages, der nämlich eine anlasslose Vorratsdatenspeicherung ausdrücklich abgelehnt hatte. Der 16. Deutsche Bundestag konstituierte sich zu diesem Zeitpunkt gerade, und so blieb das Handeln wider besseren Wissens der Bundesregierung damals relativ weitgehend folgenlos. Die GroKo hatte die Macht, und die kleinen Oppositionen hat niemand mehr gehört. Und eben diese Brigitte Tsipras soll jetzt mal eben Wirtschaftsministerin werden. Ich weiß schon, warum ich dieses durch und durch verkrustete System nicht so gerne mag. Mich hat dieses Verfahren damals und dieses Umgehen, dieses Ignorieren mit der Entscheidung der Volksvertreter im Bundestag und der Mehrheitsmeinung der Bevölkerung damals dazu gebracht, mich zu engagieren. Und die Mehrheit war damals gegen die Vorratsdatenspeicherung. Und es hat sich der Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung gebildet, an dem ich beteiligt war. Und dann ging es bei den Piraten weiter. So, der Rest zum Verlauf der Vorratsdatenspeicherung in Europa, da ist Geschichte. Die EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung ist in Kraft getreten. Wie gesagt, mitentscheidend war das Zutun der Frau Tsipras. Die deutsche Umsetzung der Richtlinie wurde stur durchs Parlament gepeitscht. Dagegen wurde geklagt vom Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung unter anderem. Ich war auch dabei. Das Bundesverfassungsgericht verhängte eine einstweilige Anordnung, die Daten nicht zu nutzen, und erklärte schließlich im Jahr 2010 das Gesetz für verfassungswidrig und nichtig. Der Europäische Gerichtshof erklärte schließlich in 2014 die gesamte Richtlinie von damals für ungültig, da sie nicht mit der Charta der Grundrechte der Europäischen Union vereinbar ist. Und das ist bis heute der Stand. Jetzt gab es aber auch in anderen EU-Ländern Gesetze auf Basis dieser Richtlinie. Einige Länder haben ihre Gesetze selbst zurückgenommen, zum Beispiel Bulgarien. Bei anderen musste noch mal der EuGH nachhelfen, bei Großbritannien und Schweden zum Beispiel. Und das hat er jetzt am 21. Dezember 2016 getan und geurteilt. Eine anlasslose und flächendeckende Speicherung von Telekommunikationsverkehrsdaten, kurz eben die Vorratsdatenspeicherung, ist mit der Charta der Grundrechte der Europäischen Union unvereinbar, und zwar auch, wenn das nationale Parlament es so verabschiedet haben. Und damit wäre eigentlich alles gesagt. Nur die Bundesregierung, die hat es vorher schon nicht interessiert, wie Gerichte urteilen, und sie hat ein neues Gesetz zur anlasslosen Speicherung von Telekommunikationsdaten auf den Weg gebracht. Einschließlich der Zustimmung des Bundesrates mit besonders viel Einsatz unserer Ministerpräsidentin Frau Kraft, wie sich vielleicht der ein oder die ein oder andere erinnern mag. Auch gegen dieses Gesetz gibt es eine Klage in Karlsruhe, und nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs von Dezember ist die Feststellung der erneuten Nichtigkeit des deutschen Gesetzes zur Vorratsdatenspeicherung eigentlich eine Formsache. Aber es gibt aktuell ein Problem. Da das deutsche Gesetz noch gilt, sind die Internet- und Telefonprovider verpflichtet, die technischen Vorkehrungen für eine Umsetzung zur Speicherung zu treffen. Es gibt eine Frist dazu bis zum 1. Juli diesen Jahres. Für gesetzestreue Unternehmen ist das nicht viel Zeit, vor allem wenn es um ein Investitionsvolumen von insgesamt ca. 600 Millionen Euro geht. So ein Verfahren, eine Vergabe,
Das hat einen Vorlauf und deswegen gibt es große Aufregung unter den Unternehmen. Vom ECO-Verband und von anderen wird ein Moratorium für die Umsetzung gefordert, aber Berlin stellt sich bisher stur. Gerade für NRW wäre es aber ein großer Schaden, wenn hier ansässige Unternehmen, und das sind immerhin die größten der Branche, mehrere hundert Millionen Euro als Verlust abschreiben müssten. Es gibt für die Unternehmen nämlich keine Kompensation für die Fehlinvestitionen. Wenn das Verfassungsgericht in einigen Wochen oder Monaten das deutsche Gesetz für nichtig erklären wird, dann muss abgeschrieben werden. Und ich denke, das wäre schon eine Größenordnung für die im Haushalt bei den fehlenden Einnahmen, die da spürbar wäre. Es gibt aber auch andere Gruppen, die betroffen wären. Das sind kleine Vereine, die von Ehrenamtlichen getragen werden, wie beispielsweise die Freifunker. Und diese Vereine werden schließlich auch von dem Landtag und von der Landesregierung begrüßt und gefördert. Ihre Redezeit, Herr Kollege. Ich weiß, ich komme zum Schluss. Gut. Auch die müssen sich auf die Umsetzung einstellen und je nachdem, wann das Verfassungsgericht urteilt, ihre Arbeit einstellen. Die Verunsicherung ist jetzt schon groß. Deshalb unterstützen Sie unseren Antrag und setzen Sie sich für das Umsetzungsmoratorium ein. Denn weder die Wirtschaft noch die Freifunkinitiativen im Land sollten wegen unsinniger Bundesgesetze zu Schaden kommen. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Nächster Redner für die SPD-Fraktion ist Herr Kollege Stottke. Ich stand schon bereit. Aber danke fürs Gucken. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, der heute zu beratende Antrag zum Thema Höchstspeicherdauer in Großbritannien und Schweden und die dazu ergangenen zwei Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs wird auf Wunsch von Ihnen, der Piratenfraktion, direkt abgestimmt, also ohne die Möglichkeit einer größeren inhaltlichen und breiten Diskussion. Das erstaunt ein wenig, will ich deutlich formulieren, weil ich finde, das, was Sie da zumindest aufgeschrieben haben, könnte man mal in Ruhe diskutieren. Die Gelegenheit wollen Sie uns aber nicht geben, sondern Sie wollen, dass wir das heute in 5-Minuten-Rhythmen abhandeln. Dann machen wir das eben auch. Und da will ich sagen, ich finde das auch deshalb sehr schade, weil ja offensichtlich in Ihrem Antrag, der ja im Übrigen ein Moratorium für eine Umsetzung in Deutschland fordert, in einem Länderparlament, da will ich jetzt nichts zu sagen, ist ja manchmal so, dass die Piraten nicht im Bundestag sitzen und dann gerne in NRW was versuchen. Aber Sie zitieren in Ihrem Antrag, Herr Kollege Herrmann und alle, die das jetzt ganz doof finden, Sie zitieren eine Pressemitteilung des Europäischen Gerichtshofs. Vielleicht war Ihnen die Entscheidung einfach zu lang. Ich habe mir die Mühe gemacht, als klar war, ich muss zu diesem Punkt reden, lese ich mir doch mal die Entscheidung durch. Und jetzt will ich Ihnen helfen, mit Erlaubnis des Präsidenten zitiere ich sinngemäß aus dieser Entscheidung, weil ich hier keinen juristischen Diskurs abhalten will. Denn der EuGH sagt, dass EU-Recht einer nationalen Regelung entgegensteht, wenn diese Formulierungen nicht auf schwere Straftaten beschränkt werden oder eine vorherige gerichtliche Kontrolle erfolgt. Und da wäre es doch einfach gewesen, dass Sie festgestellt hätten, in den deutschen Regelungen haben wir einen Richtervorbehalt und er ist auf schwere Straftaten beschränkt. Denn das EuGH, wie Sie die Pressemitteilung zitieren, sagt eben nicht nur allgemein dürfe man das nicht. Und dennoch, ich habe nicht umsonst gesagt, schöner wäre gewesen, wir hätten es mal in Ruhe debattiert. Dennoch will ich auf Sie zukommen und Ihnen klar machen, die SPD-Landtagsfraktion in Nordrhein-Westfalen wartet jetzt mal ab, wie die Bundesregierung diese beiden Entscheidungen, die Großbritannien und Schweden betrafen, bewertet und ob man in der Bundesregierung der Auffassung ist, es gäbe entweder einen Nachbesserungsbedarf in Deutschland oder einen Bedarf, das vollständig abzuschaffen, aus welchen Gründen auch immer. Diesen Handlungsnotwendigkeiten werden wir in Nordrhein-Westfalen nicht im Wege stehen, aber Ihre hier in diesem Antrag formulierte undifferenzierte Einschätzung zu diesen beiden Entscheidungen, da können wir leider nicht mitmachen. Das Zweite, warum ich auch ein bisschen auf Sie zugehen will und eine Diskussion auch schöner gefunden hätte im Rahmen des Innenausschusses, ist das, was Sie zum Thema Freifunkinitiativen formulieren. Denn ich sage mal, losgelöst von dieser EuGH-Entscheidung, denn davon hängt das, was Sie sagen, ja gar nicht ab. Sie sind seit Beginn an dazu verpflichtet, das zu tun. Damit hat ja die EuGH-Entscheidung nichts zu tun. Möchte ich nicht nur für meine Fraktion, insbesondere auch für unseren medienpolitischen Sprecher Alexander Vogt betonen, dass uns die Arbeit und das Engagement der Freifunkinitiativen seit Jahren am Herzen liegt. Hier in diesem Landtag, erst im Herbst letzten Jahres, Sie erwähnen das ja hier nicht in Ihrem Antrag, haben wir als SPD und Grüne mit einem eigenen Antrag klargemacht, wie wichtig uns die Arbeit der Freifunkinitiativen ist und wie sehr wir diese auch wertschätzen. Deshalb kann ich Ihnen auch sagen, im Zusammenhang mit dieser Entscheidung des EuGH und möglicher Entscheidung im Bund, können wir nur sagen, bisher erkennen wir keine existenzbedrohende Einschränkung der Freifunkinitiativen.
Wenn dem aber so sein sollte, wenn wir feststellen, dass Freifunkinitiativen derzeit mit dem, was auf sie zukommt, nicht mehr zurechtkommen wegen ihres ehrenamtlichen Engagements, dann wird die SPD-Landtagsfraktion einem Gespräch mit den Betroffenen über die Frage, wie kann man damit umgehen, welche Möglichkeiten haben wir als NRW, denen zu helfen, werden wir denen nicht im Wege stehen, bei beiden Sachen nicht. Insgesamt kann ich Ihnen sagen, ist deshalb Ihr Antrag leider zu undifferenziert, als dass wir Ihnen in einer direkten Abstimmung zustimmen könnten. Schade drum, sage ich auch noch mal, aber Sie haben es ja so gewollt. Deshalb werden wir Ihren Antrag ablehnen. Besten Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Stotko. Für die CDU-Fraktion spricht Herr Kollege Stein. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, Herr Stotko, Sie machen es mir einfach. Sie haben nämlich viele Teile der Rede, die ich hier vorliegen habe, vorweggenommen. Ich kann Ihnen in vielen Punkten beipflichten. Und genau, wir haben uns nicht abgesprochen, aber ich bringe Ihnen gleich noch den originalen Wortlaut des Gerichtsurteils, mindestens einer Passage davon. Dann haben wir es auch nicht sinngemäß dann. Ja, Herr Herrmann, das ist richtig. Der Europäische Gerichtshof hat am 21. Dezember 2016 ein Urteil zur Verarbeitung personenbezogener Daten sowie der Vertraulichkeit der elektronischen Kommunikation gefällt, welches sich auf Gesetze zur sogenannten Vorratsdatenspeicherung eben in Schweden und Großbritannien insbesondere bezieht. In Deutschland gibt es das Gesetz zur Einführung einer Speicherpflicht und einer Höchstspeicherfrist für Verkehrsdaten, welches, das haben Sie gesagt, Herr Herrmann, das ist richtig, spätestens zum 1. Juli diesen Jahres endgültig umgesetzt werden muss. So, und jetzt müssen wir eben im Detail aufpassen. Der EuGH hat gerade auch das Fehlen einer richterlichen Instanz dort in Schweden und Großbritannien bemängelt. Und ich zitiere da mal eine kleine Passage aus dem Urteil des EuGH, Zitat: Ohne den Zugang einer vorherigen Kontrolle durch ein Gericht oder eine unabhängige Verwaltungsbehörde zu unterwerfen. Zitat Ende. Also das ist eben der entscheidende Unterschied. Und hier in Deutschland hingegen gilt der Zugriff auf Verbindungsdaten nur für schwere Straftaten und er steht unter einem richterlichen Vorbehalt. Und dies ist dieser wichtige Unterschied zu den Gesetzen zur Vorratsdatenspeicherung in Schweden und Großbritannien, die der EuGH ja bemängelt hat. Und darüber hinaus möchte ich auch hier nicht unerwähnt lassen, sieht das deutsche Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung auch sehr kurze Fristen vor. In der heutigen Zeit, in der Deutschland auch im Fokus eben des internationalen Terrorismus steht, ist es von besonderer Bedeutung, dass Polizei und Strafermittler in seltenen Fällen eben auf alle rechtlich zulässigen Aufklärungsinstrumente zugreifen können, Herr Herrmann. Und dies gilt dann insbesondere im digitalen Zeitalter, da schwere Verbrechen und auch terroristische Straftaten mitunter im digitalen Raum vorbereitet geplant werden. Und deswegen wurde dieser gesetzliche Rahmen ja auch geschaffen. Ich glaube, die Anschläge von Paris, Brüssel und Berlin unterstreichen die Notwendigkeit und auch grenzübergreifende Ermittlungsarbeit darf, weil ein Mitgliedstaat eben keine Daten speichert, nicht unnötig erschwert werden. Ich glaube, das sollten wir auch noch mal betonen hier. Diese Daten, die können einen entscheidenden Beitrag zur Aufklärung solcher schrecklichen Verbrechen beitragen. Sie können auch Spuren zu den Hintermännern offenlegen und deren Gehilfen. Und sie können helfen, diese Person einer gerechten Strafe zuzuführen. Und deswegen erleichtern diese Aufklärungsinstrumente im Idealfall den Ermittlungsbehörden ihre wichtige Arbeit und sorgen dafür, dass Schwerkriminelle, dass Terroristen und deren Unterstützer schneller aus dem Verkehr gezogen werden können, bevor sie weitere Straftaten begehen. Durch die herausragenden innenpolitischen Entwicklungen, die wir da erleben in letzter Zeit, sollte eigentlich die Notwendigkeit klar sein. So, insofern können wir Ihrem Antrag nicht folgen und werden ihn auch bei der anschließenden Abstimmung ablehnen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Stein. Für die Fraktion Die Grünen spricht der Kollege Bolte. Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, es ist ja nicht das erste Mal, dass wir hier über die Vorratsdatenspeicherung debattieren. Die Positionen sind weitgehend ausgetauscht. Auch Kollege Herrmann hat schon daran erinnert, dass wir uns ja regelmäßig über dieses Thema unterhalten haben. Positionen sind ausgetauscht. Bündnis 90 Die Grünen, Piratenfraktion, weitgehend die FDP und einige Teile der Sozialdemokratie sind gegen die anlasslose Vorratsdatenspeicherung. Andere Teile der Sozialdemokratie und etwa die CDU sind für die Vorratsdatenspeicherung. Das haben wir oft genug hier miteinander besprochen. Ich finde,
den Sound der heutigen Debatte durchaus wohltuend anders als in der Vergangenheit. Insofern, als wir beispielsweise festgestellt haben, dass uns auch über die verschiedenen Sichten zum Thema anlasslose Vorratsdatenspeicherung hinweg immerhin eint, dass wir beispielsweise Freifunkinitiativen unterstützen wollen und das gemeinsam tun wollen. Wenn wir uns jetzt das EuGH-Urteil anschauen und uns fragen, was hat sich nun substanziell geändert, dann ist es tatsächlich so, die ersten Überschriften lasen sich jetzt aus Sicht eines Gegners der anlasslosen Vorratsdatenspeicherung recht vielversprechend, nämlich so, als hätte der Europäische Gerichtshof die anlasslose Vorratsdatenspeicherung endgültig beerdigt. Beim zweiten Lesen bin ich mir da aber nicht mehr ganz so sicher, sondern das Urteil scheint eher die Linie von 2014 zu bestätigen. Und da muss man dann sehr genau hinschauen, ob das jetzt eigentlich diese Linie eher ein Nein-Aber ist oder eher ein Ja-Aber. Ich glaube, da kommt es sehr genau auf die Analyse an, denn das EuGH-Urteil schließt sowohl das 2014er als auch das 2016er die Vorratsdatenspeicherung nicht kategorisch aus, nach Einschätzung auch renommierter Juristen in Deutschland, sind aber wesentliche Aspekte der deutschen Gesetzgebung mit diesen Anforderungen nicht oder nur schwer vereinbar, wenngleich ich weiß, dass die Bundesregierung da zumindest in ihren ersten Äußerungen eine andere Position vertreten hat. Der EuGH, das ist eine Debatte, die wir schon 2014 intensiv geführt haben, ordnet beispielsweise an, dass nur Kommunikationsdaten von Menschen gespeichert werden dürfen, wenn sie mit einer schweren Straftat im Zusammenhang stehen. Wenn man die deutsche Regelung daneben legt, stellt man fest, dass danach die Daten, also anlasslos und allgemein Daten erhoben werden sollen. Das beißt sich natürlich miteinander und wir haben als Grüne in der Vergangenheit immer wieder betont, dass aus unserer Sicht allenfalls ein Quick-Freeze-Verfahren denkbar wäre, auch wenn, und das ist jetzt wirklich nur noch was für die Fachdebatte, man sich da auch noch immer darüber unterhalten muss, ob das grundrechtlich verhältnismäßig ist, denn das kommt dann darauf an, wie das ausgestaltet ist. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, gerade diejenigen, die sich nicht jeden Tag mit innenpolitischen Fragen und datenschutzpolitischen Fragen beschäftigen, Sie sehen, dass die Materie durchaus komplex ist und deshalb ist aus meiner Sicht jetzt die Bundesregierung ganz dringend gefragt, das Urteil sehr gründlich auszuwerten, daraus die notwendigen Konsequenzen zu ziehen. Ich sage gerne, die sinnvollste wäre aus meiner Sicht der Verzicht auf die anlasslose Vorratsdatenspeicherung und sollte sie diese Konsequenz nicht ziehen, dann wird eben Karlsruhe diese Frage klären. Wie sich das Bundesverfassungsgericht dann entscheidet, lieber Kollege Herrmann, ich bin immer im Respekt vor dem Bundesverfassungsgericht als dem höchsten deutschen Gericht so unterwegs, dass ich da immer mich so ein bisschen mit Prognosen zurückhalte, aber ich tendiere in eine ähnliche Richtung, so vorsichtig will ich es sagen. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, für uns Grüne ist klar, wir lehnen die anlasslose Vorratsdatenspeicherung ab. Wir stehen zu unserem Wort, sie an keiner Stelle politisch zu unterstützen. Es ist ja, der Kollege hat es eben auch angesprochen, nur mit einigen Verrenkungen der Bundesregierung gelungen, dass es ein Gesetz geschrieben wurde, das im Bundesrat nicht zustimmungsbedürftig war. Das hatte natürlich auch damit zu tun, dass da grün regierte oder grün mitregierte Länder sitzen. Wir werden auch keinen Forderungen uns anschließen, wie sie aus der CDU ja immer wieder formuliert werden, beispielsweise eine Ausweitung der Vorratsdatenspeicherung auf Messenger-Dienste, eine Verlängerung der Speicherfristen oder Ähnliches, weil wir das für unverhältnismäßig finden, weil das ein noch krasserer Grundrechtseingriff ist als das, was heute schon normiert ist. Und wir schaffen auch keine landesrechtlichen Ermächtigungsgrundlagen für den Zugriff auf die anlasslos und massenhaft erhobenen Daten, denn das wäre nach meiner Lesart des EuGH-Urteils jedenfalls auch definitiv damit nicht vereinbar, weil man damit die Auflage verletzen würde, dass die Daten, wenn überhaupt, eben nur für schwere Straftaten zugänglich gemacht werden dürfen und eben nicht für weniger gravierende Straftaten. Wir haben stattdessen statt anlassloser Massenüberwachung sinnvoll in die Sicherheitsbehörden investiert, mit guter Ausstattung und mit so viel Personal bei der Polizei wie noch keine Regierung zuvor. Abschließend, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Ball für eine Neugestaltung oder hoffentlich eben das Ende der Vorratsdatenspeicherung liegt in Brüssel, er liegt in Berlin. Was das Land angeht, betone ich gerne noch einmal, dass wir eine Regelung, die die Vorratsdatenspeicherung rechtlich oder politisch legitimiert, nicht mittragen werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Bolte. Für die FDP spricht der Dr. Wolf.
Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Piraten haben ein wichtiges Thema angesprochen, was allerdings nicht in die Zuständigkeit unmittelbar des Landtages fällt. Deswegen will ich mich auch mit Blick auf die Zeitverzögerung relativ kurz halten. Fakt ist, der EuGH hat die anlasslose VDS, also die Vorratsdatenspeicherung, für unionsrechtswidrig erklärt. Auch wenn das die Regelungen in Großbritannien und Schweden zunächst einmal betrifft, ist es sicherlich auch mit Auswirkungen auf Verfahren in Deutschland. Wir Freien Demokraten haben schon früher Anlassbezug gefordert. Und insofern ist die Prognose nicht allzu schwierig zu sagen, dass die aktuelle VDS in Deutschland keinen Bestand haben wird. Denn der Europäische Gerichtshof hat jede Form der nach Zielobjekt oder Subjekt undifferenzierten VDS untersagt. Allerdings hat der EuGH auch Alternativen aufgezeigt. VGS gegenüber einem begrenzten Personenkreis, nur in bestimmten Regionen, nur bei Verdachtsmomenten, Stichwort Gefährder, nur bei Hinweisen auf sonstige Nutzen der Daten für die Aufklärung von Straftaten. Damit ist natürlich klar, es kann Vorratsdatenspeicherung nach Auffassung des EuGH geben, nur in ausgesprochen engen Rahmen. Das muss uns klar sein. Und insofern ist es natürlich wichtig, dass Deutschland schnell reagiert. Das heißt, die Bundesregierung ist hier gefordert. Dazu, wie das im Einzelnen aussehen soll, habe ich jetzt noch keinen Vorschlag. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass bis zur Neuregelung auf Bundesebene eben eine unionsrechtskonforme Auslegung bis zur anlassbezogenen Neuregelung einer möglichen VDS vorgenommen wird. Das ist das, was man fordern kann, was man fordern muss. Und insofern sehen wir den entsprechenden Verhandlungen in Berlin mit Spannung entgegen. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Dr. Wolf. Zu einer Wortmeldung hat sich auch der fraktionslose Abgeordnete Schwert gemeldet. Bitte schön. Ja. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren am Stream. Die Innenpolitiker und die Vorratsdatenspeicherung, das ist ein bisschen so wie bei dem Kind mit der Kerze. Immer wieder verbrennt es sich am heißen Wachs die Finger, aber es kann einfach nicht lassen, damit zu spielen. Immer wieder aufs Neue versucht man, eine anlasslose Vorratsdatenspeicherung in Deutschland einzuführen und immer wieder stößt man an die Grenzen des Erlaubten. Aber anstatt einzusehen, wo die Grenzen des Rechtsstaates sind, nennt man das Projekt eben anders und versucht es erneut. Jetzt hat die Vorratsdatenspeicherung also auf europäischer Ebene eine Klatsche bekommen. Das Urteil ist unmissverständlich. Die massenhafte Speicherung von Daten ohne konkreten Anlass und ohne Einschränkung der zu überwachenden Person ist illegal. Flächendeckend verpflichtende Speicherung aller Verkehrsdaten geht nicht. Und das geht an die Adresse von Herrn Stotko, der irgendwie die Flucht... Ah, da hinten ist er, ja super. An Ihre Adresse. Die Speicherung der Daten findet lange, lange vor dem Richtervorbehalt statt. Das ist das Problem. Auch wenn das Urteil des Europäischen Gerichtshofs zunächst die Vorratsdatenspeicherung in Großbritannien und Schweden betrifft, man darf nicht so tun, als ginge das Deutschland nichts an. Unsere Vorratsdatenspeicherung ist ganz genauso konstruiert. Und so sicher wie das Amen in der Kirche wird auch die deutsche Vorratsdatenspeicherung Gegenstand vor dem EuGH werden. Und genauso sicher wird sie da dieselbe Begründung kassieren. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, derzeit sind die Telekommunikationsunternehmen unseres Landes damit beschäftigt, die technischen Voraussetzungen für eine Vorratsdatenspeicherung zu schaffen. Während das für große Unternehmen leicht zu stemmen ist, ist das für kleine ein Kraftakt. Nicht weniger als 2.500 Unternehmen sind davon betroffen. Der Ecoverband spricht von 600 Millionen Euro Kosten. Wenn man sich vor Augen hält, dass diese Ausgaben mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit für die Tonne sind, eine echt frustrierende Aussicht. Letztlich wird das alles der Verbraucher zahlen müssen, in Form von steigenden Telekommunikationskosten. Der Bürger bezahlt für seine eigene Überwachung. Und wir haben dabei noch nicht mal über die ganzen Fragen von Privatsphäre und Datenschutz gesprochen. Die Sorgfaltspflicht, die wir gegenüber den Bewohnern, den Steuerzahlern, den Unternehmern dieses Landes haben, gebietet es eigentlich, diesen vollkommen unsinnigen Aufwand von ihnen abzuwenden. Es wäre dringend notwendig, bis zur höchstrichterlichen Prüfung die Umsetzung erstmal auf Eis zu legen.
bis die Prüfung auch der deutschen anlasslosen Vorratsdatenspeicherung vor dem EuGH abgeschlossen ist. Kommt das Gericht dann, wie zu erwarten, zu demselben Schluss, haben wir Hunderte von Millionen unnötiger Kosten erspart. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schwert. Für die Landesregierung spricht nun Herr Minister Jäger. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Schon viel Richtiges in der Debatte von den meisten gesagt worden. Herr Herrmann, ich glaube, Sie haben da nicht unbedingt zugezählt. Ich will das aus meiner Sicht noch mal kurz zusammenfassen. Das EuGH hat nicht über ein deutsches Gesetz geurteilt. Der EuGH hat Regelungen in Schweden und Großbritannien entschieden. Die Maßstäbe, die er in seiner Entscheidung setzt, sind für uns in Deutschland nicht neu. Darüber haben wir hier lange, manchmal auch sehr emotional diskutiert. Die Begründung des EuGH bietet übrigens auch erstmal wenig Anlass für Schnappatmung. Weil wir eine deutsche Regelung haben, die geschaffen wurde, um schwere Straftaten zu verfolgen, Gefahren abzuwehren. Eine Regelung, die sehr enge Grenzen setzt, sowohl für die Speicherung als auch für deren Abruf, der nur unter strengen Voraussetzungen möglich ist. Dazu zählt auch der Richtervorbehalt nach der Strafprozessordnung, das ist gerade auch schon angesprochen worden. Für meine Begriffe ist das ein sachgerechter Ausgleich zwischen zwei Grundbedürfnissen und Grundrechten, die die Menschen haben, Freiheit auf der einen Seite und Sicherheit auf der anderen Seite. Der Presse, meine Damen und Herren, war zu entnehmen, dass die Bundesregierung das Urteil auswerten will. Das ist gut, das sollte übrigens auch der Gesetzgeber tun. Jetzt über Moratorium oder von Verstößen sogar gegen die Grundrechtecharta zu sprechen, dafür gibt es keinen Anlass. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Minister. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Wir sind am Schluss der Aussprache und wir kommen zur Abstimmung. Die antragstellende Fraktion der Piraten hat direkte Abstimmung beantragt. Wir kommen somit zur Abstimmung über den Inhalt des Antrags Drucksache 14.004. Wer dem seine Zustimmung geben kann, bitte um das Handzeichen. Dankeschön. Wer kann dem nicht zustimmen? Wer enthält sich? Damit ist der Antrag 14.04 abgelehnt mit Stimmen von SPD, CDU, den Grünen, der Fraktion der FDP gegen die Stimmen der Piraten und des fraktionslosen Abgeordneten Schwert. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt. Herr Stüttgen, Entschuldigung, habe ich nicht gesehen. Herr Stüttgen hat auch dagegen gestimmt. Ja, Dankeschön. Wird notiert. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 11.